So, Benaz verkehrt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Zelda. Oh, falsche Richtung. Yu-Gi-Oh! Zelda. Ja, das ist ja haben ein super Start für die Folge. Und dann laden, ne? Nein. Oh, bisschen laut. Ich muss mal gerade ein bisschen leiser stellen. Ach, das passt doch. Nee, sonst ist das durchs Mikro wieder... Steffen, nein. An der Stelle bist du in der letzten Folge auch gestartet. Boah! Oh Mann, also willst du es nicht laden? Nein. Warum nicht? Weil das egal ist, was ich jetzt nehme. Jetzt habe ich wenigstens noch mehr Leben. Ach so. Glaube ich. Ach so. Und außerdem hätte ich dann die ganzen Sachen, die ich eingesammelt habe, nicht mehr. Die Karte zum Beispiel und so. Ja. Weil das hatte ich ja alles erst danach gemacht. Das stimmt. Keine Sorge, einmal stürzt du noch vor meinem Endboss. Wahrscheinlich öfters. Ja, doch, öfter. Auf was setzt ihr als nächstes für ein Tod? Keine Ahnung, auf meinen Schwanz. Oh. Und den wird einfach erschlagen, weil ich den so random... Das ist jetzt, Kugel weil du den einfach mir ins Gesicht das klatscht. Das ist jetzt schon abends kommt. Immer. Wer setzt auf welchen Tod? Ach du Scheiße. Die... Ja, da geht der automatisch ran. Ah, ja, gut, das haben sie schon was gedacht bei. Scheiße. Bettvorleger? Wenn du jetzt hier stirbst, ne? Los, Bettvorleger. Ihr schaffst das schon. Okay. Oh, Freund! Da kam Freund. Der noch an. Freund hat's gemacht. Freund! Los, Freund! Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Naja, schon random. Unser Frost. Warum läuft der da mal gegen die Wand, der kleine Pisser? Kannst ja mal den Schwänzen ziehen. Wir sind auf den Eishain. Keine Ahnung. Das geht nicht, Colin. Ich irgendwie nicht. Ich sag, du kannst dran ziehen. Na, darauf stehst du, ne? Wo hast du dran gezogen? Ja, und warum? Weil du es wolltest. Ich bin halt ein guter Freund. Genau, warum du es mal auch so ekelhaftes Zeug. Ich hab nur... Ich nur kann dir auch sagen, du kannst dir einen Finger in den Arsch stecken. Machst du das deswegen gleich? Wenn du es unbedingt willst. Ich bin halt ein guter Freund, ja? Steckst du Bene auf den Finger in den Arsch? Nur wenn mir nicht das auch, oder? Ja. Ja, er hat ja gesagt, jetzt musst du es machen. Alter, heftig. Das wird ja gar nicht mehr auf bei denen. Ich glaube, der würde das vielleicht geil finden. Ist er vielleicht auch schnell kommen oder irgendwie von gay zu normal? Ich weiß ja nicht. Was, bei Colin gibt's das, glaube ich, nicht. Du kannst dich ja auf den Finger reinblähen. Ah ja. Kommt immer was raus, wenn der Finger drin ist. Ich weiß ja nicht, ich blähe mal Alter, dein Gesicht und guck, was passiert. Keine Ahnung. Was ist mit Colin jetzt los heute? Ich weiß nicht. Ticken zu gay, keine Ahnung, vielleicht freut er sich, weil ich in der ersten Runde keine Feuerhand gesettet hat. Ja, oh, die Hände oder so. Ah, okay. Gut, das kann ich nicht. Sind wieder sein. Aktiv, glaube ich. Ja, ehrlich, es gibt keine, ob es die bei Dings gibt bei Yu-Gi-Oh! Vielleicht sind das ja die Feuerhände. Nee, glaub nicht. Nee. Das wäre ein bisschen zu hart. So, nu, aber... Nur mit Steffen pudern. Ich brauch Reckless Greed. Nee, ich hab's dreimal. Das wird Gischki rein. Scheiße. Sea-Power ohne Ende. Was versuchst du denn? Ah, ich versuche es zu verwandeln. Ja, yeah, sehr aber gut. Irgendwie drücke ich immer, ich habe das Timing noch nicht so ganz raus. Ja, aber das Timing ist oft der Fall bei denen. Boah, super. So, jetzt geht's so. Hat auch gar nicht lange gedauert oder so. Strudel, du schaffst es. Yeah. Er hat's geschafft. Ja, weil ich es so wollte. Steffen wollte ein Häschen werden. Steffen ist das ein männliches Bunny Girl. Ja. Wie war es nochmal, was Transen-Bunny irgendwas? Nee, das war ein männliches Cat-Girl-Schwuchtel, Transen-Schwuchtel. Ja, das war's nicht. Irgendwas sowas, das war auf jeden Fall ein Neko-Girl. Transsexuelles Neko-Girl. Du hast den Schalter gerade dreimal umgesetzt. Also spielt niemals mit uns Tabu. Ja, nee, das ist nicht Tabu gewesen. Das ist dieses, wo man den Zettel auf die Stirn gebatscht bekommt. Tabu? Tabu ist, wo du Tätigkeiten beschreiben musst, ohne bestimmte Worte zu verwenden. Ja. Also das ist dieses, wo man Zettel auf die Stirn klatscht. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich weiß immer, wie man Zettel auf die Stirn klatschen. Alter. Okay. Finde ich gut. Lassen wir jetzt so stehen. Dann spielen wir nachher Zettel auf die Stirn klatschen. Nee, heute nicht. Nee, heute nicht. Jetzt haben wir das hier. Ja, dann eben morgen. Oder übermorgen. Oder morgen ist ja gar nicht. Ach, nee, morgen ist nicht bald. Doch, doch. Er ist noch nicht eingeschlafen. Nein. Bin spielt gleich ein, ist morgen. Wow, das Bin ging jetzt aber schnell. Weg, Bin, das ist morgen. Warum hast du morgen gekillt? Und dann morgen. Jetzt ist morgen ganz alleine. Und was ist, wenn du mehrmals am Tag einschläfst? Keine Ahnung, das ist ganz oft morgen halt so. Also, dann ist das eben so. Dann ist ganz oft ein Tag vergangen, ne? Oder das. Heißt morgen auch mal der nächste Tag? Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, wenn ich einschlafe, ist morgen. So. Wenn ich einschlafe, ist nicht morgen. Boah. Das ist immer eine komplizierte Frage. Steffen, wie alt bist du? 21. Ah, nur noch. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Weil Colin ist ja... 30. 30. Aber oh. Nicht 34. So. Colin, du bist ein alter Sack. Danke. Colin ist 34, also sind wir alle 35. Nein, nein, 33. Das habe ich mir gemerkt. Boah, da haben wir so schön langsam. Das ist ja voll die alten Männer. Ja. 34 ist eigentlich schon Zeit zu sterben, weil, mein Gott, ich fühle mich immer noch gar nicht wie... War das 34? Ja. Und dann war das jetzt 33. Tja, weißt du, wie man sich mit 34 fühlt? Tja, weiß er nicht. Ja, anscheinend musst du ja wissen. Anscheinend so, wie ich mich jetzt fühle. 1, 2 oder 3. Als wäre ich 21. Oh. Das glaubst du ja, weil du auf den Kalender geguckt hast. Jetzt aber. Der Kalender sagt es. Der Kalender ist sehr schön. Oh, Bettvorleger. Los. Apropos hier. Beleidigung des Tages. Vielleicht kennt das irgendein Mensch da draußen. Hey, Gmordrottel. Immer. Morgendrottel. Nee, Gmordrottel. Warum ist auch Gmordrottel? Ja, Kalender, das macht einen großen Unterschied, ja. Ne? So schimpft man in Bayern. Und wir haben den Schossen. Jetzt müsst ihr erraten, was das ist. Wer das gerät ist, ganz toll. Ja, okay. Wer das hier gerade schaut, kann auch ganz kurz googeln. Das ist echt so. Verdammt, Holm cheat ist voll. Man muss das ja, selber wissen. Ich cheate ja nicht. Die Leute, die es gerade gehört haben von mir, cheaten da. Colin, du animierst die Leute zum Cheaten. Ehrlich mal, Colin, das ist nicht gut. Cheatet bitte nicht. Ja! Das ist ein bisschen zu spät, Colin. Ich animiere sie trotzdem nicht zum Cheaten. Ich will nicht, dass sie cheaten. Ja, ja, Colin. Habe ich gerade gesagt, dass sie nicht cheaten sollen. Ja, ja. Der Bobo, ja. Sind du die Tipps gibst? Hä? Das, ich wusste nicht, dass sie das rechten Winkel missbrauchen würden. Oh, Stodel, Stodel. Dreidel, ich mach dir nicht was. Dreidel. Ach du Scheiße. Mr. Hanky, da war noch. Ah, das kann ich doch. Und Dreidel war, glaube ich, auch in derselben Folge. Achso, alles klar. Hat er doch die Scheiße hier heraufbeschworen? So wie Mickey? So keine Ahnung, ich weiß nur... Also nee, Dreidel, das war ein Spiel. Dreidel. Ah, okay. Weiter kann ich das Lied auch nicht. Oh, ja. Hey, jetzt bist du wieder hier. Nee, jetzt hast du voll gelohnt. Jetzt bin ich wieder runtergegangen und jetzt geh ich nochmal los. Du bist ein bisschen verwirrt, oder machst du gerade morgen Sport? Aber Steffen, da lang zu gehen, bringt jetzt nicht so viel, dann gehst du den gleichen Weg noch. Ja, ich muss mich kurz orientieren. Ich weiß nicht mal, was jetzt der nächste Raum hier ist. Du sollst mir den Raum geben, wo dieses viele Eis war. Also ist jetzt hier gar nicht so verkehrt. Oh. Steffen, du solltest mal in einen Raum gehen, der nicht der ist. Da muss ich nach links hier rüber, ja. Ne? Oder, mach jetzt mal das. Nee, Moment mal. Ach nee, scheiße. Oh, nee, kannst du wieder zu. Ach scheiße, nein. Ah, Mensch, bitte, ich sterbe! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Du hast mich umgebracht! Vorleger! Oder Pinguine! Oh, das geile Gepiepe mal wieder. Vielleicht stirbst du auch gar nicht, Steffen. Das sind die Butler. Ja, genau. Oh, die glatten Butler. Das haben wir schon drei Bezeichnungen, ne? Naja, Butler nennt man ja auch auf Pinguine. Nein, die nennt man Sebastian, Mann. Oder Sebastian. Nee, Sebastian. Und als Butler musst du das Tischtuch sogar komplett rausziehen können. Sowas kann man wenn ich einen Butler habe, dann würde er Schwarzer und Jeffrey heißen. Das ist rassistisch. Warum? Weil Prinz von Bel-Air ist da auch einer. Ja, ja, da sind auch alle schwarz. Achso. Geht das voll klar. Oh. Aber du bist nicht schwarz, Colin. Und wenn du dich schwarz anmalst, zählt das nicht. Oh, das ist voll hart, ey. Nein. Und selbst wenn du dich schwarz anmalst, ist es auch rassistisch. Genau. Hey, Tim. Das ist doch doppelt rassistisch, Colin. Wieso, jetzt bist du hier. Hier ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Aber wenn ich untenrum schwarz bin... Hatte ich nämlich auch gerade gesehen, hier. Und wie willst du untenrum schwarz werden? Ich weiß immer noch nicht, warum ich das nicht mit Treppen verziehen kann. Das will ich auch nicht wissen. Ja, siehst du, was wenn der da unten schwarz ist? Ja, dann bist du gay. Warum bin ich dann gay? Weil ich das sage. Und das ist nicht rassistisch, wenn jeder mit einem schwarzen Penis gay ist. Das hab ich nicht gesagt. Ja, können wir mal aufhören, so eine Scheiße zu labern? Nein. Nee. Das ist ein interessantes Gespräch. Die Frage müssen wir jetzt klären. Ja. Es ist spinnend. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Nee. Alle Items bringen nichts. Okay. Das geht halt. Dass du mir das abgekürzt hast. Ne. Ich meine, wonach sieht das denn aus?
Wie eine Leiter sieht das aus. Ja. Und was macht man mit der Leiter? Runtergehen. Ja. Dann probieren wir mal aus. So scheint es ja nicht zu gehen. Oha. 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 Wieso ging das da nicht jetzt? Ja, du warst auf glattem Boden und da hast du anscheinend... Ja, es ist Brainfuck, aber es geht so. Weil auf dem Platten, wo man dann runter, so geht's. Da ist erstmal die auch lange gebraucht, um darauf zu kommen. Ah, das ist dann eine ziemliche Pitchstelle. Bomben. Was soll ich damit jetzt bloß machen? Bomber nicht. Also, ich weiß ja nicht. Du, was kann man mit den Bomben so alles anstellen? Steffen spielt wirklich Bomberman. Ja. Da hatte ich noch keine und... Alles klar. Nein! Nein! Was dann auf? Bitte! Das ist doch nicht normal! Das verdient jetzt schon. Warum hast du gerade was probiert? Erziehungsstelle! Mein Gott, ey! Freund! Hey, du hast einen Schlüssel bekommen! Alter, der Schlüssel ist echt random! Schlag mal Steffen, bitte! Erziehungsstelle? Ja. Na, irgendwie schon, ne? Die hat er sowas von verdient. Hab ich schon gemacht. Ganz ehrlich, der Schlüssel, den hast du echt... Den hab ich noch gebraucht, ja. Den habe ich mir geholt, damit ich den kriege. Deswegen bin ich da runtergesprungen. Ist doch klar. Ja, ja, alles klar. Schön random. Ist ja nicht so, als hätte ich auf der anderen Seite auch runtergekommen. Juhu! Bene! Erziehungskissen. Oh, warte mal. Ach so, den hast du schon dir entledigt, ne? Was? Wollte mir diesen tollen gelben Zettel nochmal ansehen. Den habe ich mit Bruno Spieler entledigt. Ach ja, stimmt, ja. Dann habe ich ihn weggeschmissen. Okay, Freund würde ich noch finden. Ach nee, hier ist er ja. Das waren da noch gut. Ja, yeah, den oberen, da hatte ich dir den schon geschrieben. Ja, ja, den hattest du schon. Das war Weihnachten. Also das Tabak war Weihnachten. Achso, ja. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja. Jetzt verfolge ich das Ding hier auf jeden Fall. Ich will es vernichten. Aha. Ah, machst du wieder die Ecke, ist schon besser. Die Ecke hat ja nicht so viel geklappt. Nee. Ja, Spielfirma war halt, war super. Und hier, achso, nee, das war zu alt. Aha. Was haben wir noch Tolles? Niemals sich mit denen anlegen, oder lieber doch? Achso, ja, ja. Ja. Oh, das ist eine tolle Stelle. Abgrund. Das war so für mich die ultimative Knacki-Stelle. Aber, ja, ja, man hat ja jetzt irgendwie... So geht das jetzt. Ja. Oh, früher fand ich das geht voll. Früher fand ich das total ätzend. Gemein! Und böse. Trau nie deinem Bruder, ne? Ja, das war auch übel, du. Großer Bruder. Ja, den solltest du echt nicht trauen. Also soll ich dir nicht trauen? Warte mal, ganz kurz. Trau nie deinem Bruder. Ja, du weißt gar nicht, wie das ist, wo? Ja, leider. Welcher ist der da? Achso, ja, ja, genau, ja, klar. Niemals. Nie. Conan weiß auch nicht, wie das ist, Bruder zu machen. Nö, da hat echt keine Ahnung, du. Vielleicht, ja. Ich verstehe immer auch nicht, warum er den Spruch gebracht hat. Keine Ahnung, Mann. Ist einfach so. Das ist einfach... Das ist halt echt keine Ahnung, Mann. Welche Anime war das überhaupt? Das war das mit dem Vampir. Das war mit... Ah ja, stimmt, da haben die da angefangen. Ich weiß nicht, das Anime, nenne ich das einfach. Ja, so in der Richtung, ne? Vampire Knights. Ja, immer noch, ja super. Ja, und dann Medium. Medium. Tja, das ist die Bestrafung. Das ist die Bestrafung. Sehr schön, das kommt wieder schön aus der Seele. Und da sind sie wieder. Glatte Butler-Pinguine mit Bettvorleger-Effekt. Pinguine sind auch cool, Mann. So. Pinguus. Pinguinsoldat, Junge. Ja, ich hab neulich einen mit dem Pinguin-Deck gesehen, der hat voll oben in der Erde. Oh Mann, du Penis. Ich hatte einen mit dem Mumien-Deck. Okay. Das Pinguin-Deck, das Einzige, was da nervig ist, ist dieser Pinguin-Soldat. Das war ziemlich gruselig. Er hat sogar den Nein-Pinguin. Okay, man kann offenbar auch das den aufladen. Ja. Und dann. Das ist voll cool, es ist alles, es ist so viele Möglichkeiten, das hat mich jetzt echt überrascht, ey. Das war aber richtig glatt, Mann. Ah, das gibt's doch nicht! Von Frosty, dieses Snowman. Mr. Frosty, Mann. Hart. Mr. Frosty und Mr. Iceman. Ja. Besser als Mr. Hanky. Ja, von dem möchte man nicht gerade berührt werden. Oh, schön. Mr. Frosty und Mr. Iceman kann man auch mal natürlich mir voll die Namen. Frosty und Iceman, bestimmt, ne? Ihr kennt ihr sogar. Oh ja, One Piece, keine Ahnung. Nee, Ramman, halt, Mann. Was?
Ja. Die Folge, wo sie. Wisst ihr das etwa nicht, ihr Lappen? Wo sie auf der Eisbahn sind. Ja? Ja, und dann kommt so weit, so wenn man Akka in den Eis laufen darf, und dann kommt so weit dann so, ja, wusste sich das nicht mehr, aber jetzt bist du Iceman. Ja, schade. Und dann kommt die dann so, ja, ich war Mr. Frost. Oh, dann verkacken sie so. Ja, genau. Ja, okay, da leistet er doch diese Panne Spitznamen, ja. Und dann denkst du, okay. Also Steffen, du musst wirklich mal ran mal sehen. Ja. Das ist einfach komplett. Ja, ich will den Manga ja lesen. Ah. Ja, es ist so zu sehen. Sag mal, das ist echt eine fucking Spaß. Kommt im Manga auch die fette Beute so gut? Nee. Du wolltest im Anime besser. Da muss man schon den Anime gesehen haben. Definitiv. Fette Beute. Ja, das ist göttlich, ey. Oh, cool. Und yay. Boah, Blue Metal Reduce Damage. Oh, cool. Das ist gut. Ja. Jetzt sieht man das aus wie ein Zwerg. Alter, ganz ehrlich, das könnte auch so ein Pferdeschwanz sein von blonden langen Haaren, ja? Das ist doch Zelda. Und dann kommt gleich der Pony, Mann. Oh ne, ja, nee, der würde ja nicht kommen, dann ist ja alles korrekt. Dann ist ein Pferdeschwanz wäre. Dann würde er sagen, cool. Und einmal und der würde sagen, ja, würde. Ah, okay. Du hast nie gesehen, was er mit jemandem macht, der ja. Pferdeschwanz ist hart. Ja, ja, das kommt noch dazu, will ich ja auch. Das ist, glaube ich, das noch Schlimmere. Pony, was würdet ihr machen, wenn ihr nachts einen Typ mit einer Ponymaske unter einer Laterne sehen würdet? Ich will ihn so verhauen, ey. Ansprechen. Hey, komplett. Einfach so, na, was machst du denn da? Das ist so random, so, naja, ich warte auf Mädchen und dann mache ich ihn so Pony. Aber okay, cool. Womit machst du das? Ja, mit so Draht, oh. Und dann hält's fest und so. Mango, tu es. Also, Pony. Boah. Ja, ganz ehrlich, nee, wenn du Bontakun begegnest, ist es mir auch ein bisschen suspekt, nachts Bontakun zu begegnen. Ja, Bontakun. Na, was war das Plüschtier, was gegen den gekämpft hat? Ach, der war es ein Bär? Ja. Ja, es war Bontakun. Teddybär. Es ist halt Bontakun Colin Mann. Das sagt egal, auf jeden Fall dürfen wir nie wieder random einfach eine Folge von Metal Panic sehen. Haben wir, glaube ich, zweimal gemacht und zweimal kamen die dann raus. Hey, passt schon. Eigentlich wollten wir beim zweiten Mal auf die Krankenhausfolge sind, die kommt, glaube ich, haben genau. Haben wir auch gesehen. Ja, haben wir. Die genommen haben wir erst einmal Folge. Ja, doch, dann das nächste Mal einfach entweder Football. Die Football-Folge war die Football-Folge. Und geil. Dann kommt auch so von niemand an. Die andere Folge, und das ist ja scheißegal, welche sie ist. Alle sind geil. Den Drill Sergeant. Ja, stimmt eigentlich, die müssten wir sehen, wie er so geknechtet wird, der Sergeant. Das ist ja eh eine Doppel, da kommt noch was anderes, ich weiß nicht mehr, was das war. Da kommt dann nachher noch mit diesem Gummisieb-Parodie kommt nachher noch. Heftig, ja? Ja, wo er dann so durchdreht und dann bei seinen Augen also durchdreht mit seinen Füßen, dass sie so runterkommen, weißt du? Ach ja! Ja, okay! Die ist wirklich geil. Aber kommt die da schon? Kommt die ein bisschen später? Da kommt das Kamu, sein Chef, da so kam und ihm voll geknechtet hat mit seiner seine Wohnung. Ja, ja, aber so. Na, mit dem Drill, der so geknechtet wird. Ne, oder verwechsel ich da gerade was? Reden wir gerade über den Lehrer, der geknechtet wird? Ach, ist das den? Ja, okay, der weiß nicht, was Steffen meinte. Ah, Bene, war das die Stelle, wo du neu angefangen hast? Ja, das war die Stelle. Ne, nicht neu angefangen, da bin ich in den... Das darf ich jetzt nicht sagen. Nee, ich dachte gerade an seinen richtigen Vorgesetzten, der ihn so knechtet. Ja, da kommt dann auf jeden Fall noch das. Das ist doch scheiße. Oh, oder dieser kranke Traum, den er da hatte, Alter, ich muss mich so weglachen. Das ging auch nicht. Das ist so anstrengend, das gibt's nicht. Ja, die ist auch ein bisschen... Sie meint es ja nicht böse. Aber nee. Boah, Mikroplanet. Hast du denn gemacht? Roter Planet. Das spart Zeit, wenn du... Na, egal. Oh. Okay, das war random. Warum musst du jeden killen? Weil ich drauf stehe, Colin. Steffen steht darauf, rote Planeten und Mikroplaneten zu killen. Wen würde ich dazu tun, dass er aufsteht? Hey, hallo. Oh, erstmal vor reinlaufen. Bist du wieder da, wo du vorher warst? Nee, ich dachte, hier kommt vielleicht der geile Sergeant nochmal runter, hätte ich fast gesagt. Ja, warum nicht? Ne? Der geile Jumper, Skelett, Mango, Fixer. Ich glaube, es war nur einer diesmal. Ja. Ich kann nicht entscheiden, ob es nur Mango oder Mongo ist. Komischerweise fängt man mit Mango an. Sie sind fusioniert. Das ist ein Mangoliton. Es gibt ja... Mangoliton! Mangoliton! Das hört sich geil an! Mangoliton! Du bist ja logisch, bis auf automatische Treppe runter. Ja, Mangoliton hat gesprochen. Der rote Planet. Ach ja, wenn ihr irgendwo... Ich muss kurz überlegen, wie... Filio sieht, dann sagt mir Bescheid. Was? Filio. Definitiv. Filio.
Das ist so eine Katze, die ist anscheinend ausgelaufen in der Gegend irgendwo. Oh Scheiße, also Ophelius. Wie eine Katze. Vorne weiß. Also und der Rest ist so ist grau. Ein Pokémon, das kann ich dir ganz schnell finden. Ja, ja, das ist aber ja, und dann hinten so graues Zeug, so grüne Augen und so viel. Ich frage einfach, ob jetzt jede Katze, ich finde, ob sie Felio heißt. Okay, ja, das da war zufälligerweise war dann auch eine Katze im Gebüsch. Ich habe die ganze Zeit gerufen und damit Flo gestresst. Wir waren halt gerade beim Training und das war so das Thema vom Training. Da war halt dieser Zettel und dann habe ich ihn die ganze Zeit mit Felio genervt. Und da war dann die Katze und die sah natürlich so übertrieben nicht aus wie Felio, aber ich gleich, oh, das ist sie, schnell, wir müssen irgendwie zu ihr hin. Ja, ja, bestimmt, ich gehe da mal. Nee, nee, warte, wir müssen jetzt echt, dann haben wir glaube ich noch so eine halbe Stunde oder so mit dieser Katze da Blödsinn gemacht. Ich weiß nicht, ich frag mal Harte, ob sie ihre Connections da mal spielen. Ja, siehst du. Vielleicht ist sie auch schon draufgegangen, weil Robert ist glaube schon ja, ja, ich frag mal, soll wir Steppen vielleicht noch Hinweise geben? Keine Ahnung, ja. Ich kann also, keine Hinweise geben, der Tempel war bei mir an. Steppen, wo ist vergleichsweise... wo, Colin? Hm? Ich hab nicht zugehört. Also, du hast einen Scheider und da muss wohl was draufgelegt werden. Ja. Tja. Tja, jetzt kannst du erstmal hier reingehen, das ändert schon mal einiges. Und sogar wirklich Strudel. Ha! Noob! Dann hier irgendwo, glaube ich, Action hier. Ja, so, Energie und so. So, jetzt hast du ja schon mal was aktiviert. Oha, ich werde voll. Nein. Gibt es nicht. So, was haben wir noch? Auch was mit Nee. Ja, ja, der war doch noch nicht schlecht. Ja, ja, der war gut. Puh, ja, mein Gott. Man darf es einfach nicht ganz aussprechen. Was darf man nicht ganz aussprechen? Na, cool. Achso, ja, ja. Schon klar. Das ist unwirklich. Oh, das ist Action jetzt. Ja. Bam. Und noch. Nein, da kommt schon welche. Yeah. Yeah. Ganz viele Quickies, Mann. Was wird's mehr? Quickie-Gang. Oh nein, da ist nichts bei diesem Schwänzen. Okay. Das ist nur so ein extra Raum. Und auf der anderen Seite ist genau das gleiche. Wow. Cool. Dann muss ich aber in den auch noch mal rein. Ach du Scheiße. Warum? Weil ist so. Für Geld willst du doch nicht lieber reingehen, wenn du wieder all deine Zähne verloren hast? Tja, Steffen, oben bist du runtergefallen. Na? Na? Also noch mehr Hinweise kann ich jetzt nicht geben. Ja, also guck dich mal oben an. Ich hab nicht aufgepasst, ich weiß es auch nicht. Ja, 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 ja. Oben, oben. Oben ist oben. Ja. Ich muss den Schädel mitnehmen nach oben. Oh, geht nicht. Schade. Das hätte er klappen können. Ja. Zwei Schwestern und die Mutter und noch eine. Das war da können Sie die Titel nicht laut vorlesen. Nee, das war nur eine Beschreibung. Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem. Das Ding ist, ich hab's auch nicht viel besser. Ich hab das so gesehen und dann sieht das Bild, ja, also irgendwie so, wie es da steht. Ja. Oh, Steffen, warum musst du den jetzt so hoch? Weil ich draufstehe, Colin. Oh, guck ihn ja an, da liegt er so bärlos. Oh, ja, nimm das. Oh, hast du das gesehen, ey? Ja, er ist echt explodiert, Mann. Das ist war echt richtig geil. So, ja. Ja, ja. Gut. Ah. Hm. Anscheinend war das nicht so der richtige Stein. Mango. Mach, ich kann ihn ja nicht verstehen. Nee, nee, Mango. Nee, wie? Scheiße, was ist das? Die sind fusioniert. Oh, verdammt. Ja, aber der Name. Mango, Mangolinon? Nein. Mango und Mongo. Mongolon. Mangotron. Nein, nee, wir hatten doch eben so einen geilen Namen gehabt. Nein, das war nicht Mongolon, das war Mangolinon. Tack! Oder Mangotron. Nein, das war was anderes. Lenkabomonga. Nein, das war das ist noch viel mehr. Mangolon. Mangotrilon. Mangolion. Mangolion, genau, da haben wir es auch wieder. Mangolion, wenn sie fusionieren, sind sie Mangolion. Geil, ey. Er ist von Effekten unberührt und kann direkt angreifen. Auch im mit Fragezeichen Angriff. Ja, und Fragezeichen Angriff ist bei ihm immer null, Alter. Ja, deswegen. Mongolion hat's drauf. Tja, ja, das geht nicht. Und er kann nicht auch von deinen eigenen Karten auch nicht gezielt werden und so, deswegen kannst du ihn noch nicht ausrüsten, dass er irgendwie Schaden machen könnte oder so. Ja, ich meine, das ist voll geil, Mann. Ey. Ja, nee, nix. Das bringt nichts. Nein, ich bin aber runtergefallen. Muss von der anderen Seite anscheinend. Tja. Dann bin ich früher ziemlich gescheitert. Das sind nicht so viele Hinweise. Ja, aber sonst wird er immer wieder in diesen Raum hier unten gehen. Ja, dann der macht ja auch Spaß, der Raum. Dann kannst du ja gleich flott nach oben wieder gehen. Hier ist ja auch Mongolion. Ja, Mongolion. Oh, guck mal, ich hab die voll abgefackelt, ey. Na, immerhin. So, und Steffen kommt immer, wenn er die blauen Planeten findet. Blauer Planet. Ein roter Planet. Grüner Planet. Kann man ja wirklich nur um einen verschieben. Ja. Das ist voll geil. Ja, das hat so mich jetzt ziemlich verzweifelt. So, mal schauen, wenn ich auf die andere Seite muss. Da
muss ja ganz viel. Boah, könntet ihr woanders behindert sein, bitte? Nein, nicht vor 12. Wir sind nicht behindert. 1, 2. Wie spät haben wir es überhaupt? Nein, nein, es ist jetzt nach Steffens Zeit 0.49 Uhr. Ah, das passt doch. Na schon, der geht immer noch nicht zu verschieben. Schade. Hätte ja klappen können. Ja. Aber nach Steffens Zeit ist nicht die richtige Zeit. Boah, hast du das gesehen, ne? Total. Steffen weicht Freund aus. Ja. Random. Oh. Der letzte Mal, das sieht. Ja, die Schwarzen. Drück mal den Schalter. Ja. Oh. Egal. Einmal ein Kuss auf Schwarzen machen. Freund noch mal. Das bringt Glück. Und der lustige Raum mit dem Eis. Eis. Okay, das war dumm. Bin ich an der Ecke hängen geblieben. Ja, das ist so das Tolle an diesem Raum. Ui. Alter. Und nochmal warten. Der nochmal in die Ecke. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Du hast echt. Du schaffst es. Da siehst du. Gib mir den Pick drauf. Das Herz. Wärst du da jetzt runtergefallen? Das wäre geil. Dann hätte ich halt zwei Herzen, auf die ich einen Fick gebe. Was macht das jetzt den Unterschied? Schade, macht die hätte ich noch gar nicht, ne? Voll random, ey. Irgendwie ja. Das war doch mal so ein Schlüssel. Und jetzt bist du hier, Mann. Ach ja, hier sind die geilen Kartoffelsäcke. Nee, ah! Halt nicht. Die kommen die noch? What the fuck? Kannst du einen Schlüssel machen? Ja, siehst du, passt. Nein! 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 Was machst du? Ich kam da nicht durch! Das klingelt. Ja, aber warum? Hast du auch eine Pizza? Ich hab ein bisschen Angst. Ey, Moment. Nee, da draußen ist jetzt der Schurke. Naja, egal. Ich beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.